Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Ritzkes. Ja, wir ganz bestimmt schon die daneben konnten. Nein, konnten wir nicht. Nein, konnten wir nicht. Siehst du voll frisch aus und ich sehe so noch ein bisschen fertig aus. Ne? Warum wohl? Erzähl mal, was in der Nacht passiert ist. Ja, ich habe Mama bewusst nicht geweckt, nicht wundern jetzt vorab, weil ich wollte, dass sie das Wesen sie ausgeschlafen ist. Und ich dachte mir nur, bist du bekloppt? Soll ich dir mal eine knallen? Sie hat hier ihre Wehen und weiß ich was. Und sie denkt sich so, ach, ich lass die mal schlafen. Ich dachte so, Mama, ich bin sprachlos, ey. Was hättest du da machen sollen? Keine Ahnung, weil schon du kriegst Kreislaufprobleme. Oder jetzt habe ich ja gelegen. Ja, aber bei sowas musst du mich ja wecken. Also, weil du kippst ja um und ich habe so einen tiefen Schlaf, so. Das hätte ich nicht mehr gekriegt. Also, was ich sagen wollte ist, ja, genau, also, ja, ich habe meine Wehen, also es ja. War sowas, ich bin um 23 Uhr ungefähr eingeschlafen, dann bin ich um 2.30 Uhr ungefähr aufgewacht, oder ein bisschen früher war das, und hatte halt, ja, eine Geburtswehe, sage ich jetzt mal, von den Schmerzen her, und habe mich halt sehr erschrocken und dachte so, oh, was ist denn das? Und die schlug direkt auf meinen Magen. Sprich, ich dachte so, okay, irgendwie war es komisch, ich im Halbschlaf, habe gesagt, okay, komm, stehe ich jetzt mal auf, und bin dann auf Klo gegangen und musste mich entleeren, krampfartig. Die Wanne hast du im Blick, ja, weil ja, die Wanne läuft gerade voll, okay. Ja, musste mich krampfartig, also hatte halt Krämpfe, wie man es halt kennt, für die Frauen, die vor der Geburt halt diese, ja, wie soll ich sagen, ich kann es ja nicht umschreiben, ihr wisst, was ich meine. So, du musst groß, ganz doll. Hör auf. So, und dann bin ich, habe ich halt so ein komisches Gefühl untenrum gehabt, bin dann mit Klopapier, was ich sowieso die ganzen Tage schon mache, halt lang gegangen, um zu gucken, ob halt irgendwas am Klopapier hängt, so was geburtsanzeichenmäßig ist. Und macht es so, und auf einmal habe ich halt diesen Schleimpropf auf dem Klopapier, aber halt mit Blut und relativ lang gezogen, und wirklich, ich dachte so, oh, scheiße. Ich krieg sofort einen Zitteranfall. Komm her. Oh, komm auf. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich krieg so einen Zitteranfall, ruf direkt meinen Freund an, weil, ja, weil er muss morgen, also muss heute arbeiten, und deswegen hat er bis nicht geschlafen, und habe ihn so panisch angerufen, ich so, ich glaube, es geht los, weil ich hatte dann danach halt die eine oder andere Wehe, aber dann meinte ich zu ihm, okay, warte, es ist noch so entspannt, das kann sonst was bedeuten, das kann sich sonst wie lange noch hinziehen, schlaf einfach, so. Habe ich wieder hingelegt, hatte im Liegen, allerhalb Insta-Story schon gemacht, weil ich habe es versprochen, euch mitzunehmen, und habe angefangen, mich schlafen zu lassen, und habe angefangen, mit dem Wehenzähler halt zu sehen, dass ich alle halbe Stunde, 20 Minuten halt Wehen habe, die so zwischen 20 und 50 Sekunden gingen. Und die waren schon sehr schmerzhaft, aber natürlich ist das Anfang vom Lied, ne? Und naja, es hat sich jetzt bis hier jetzt halt hingezogen. Jetzt ist es 8.50 Uhr, kurz vor 9. Ich habe mit meiner Hebamme telefoniert. Und sie meinte, und heute ist ja Montag, der 14. Ja. Schönes Geburtsdatum, wenn er heute kommt. Genau, also heute bin ich 39,1, und jetzt meinte meine Hebamme, ich soll mir eine Wanne einlassen. Wenn es schlimmer wird, soll ich ins Krankenhaus, und wenn es besser wird, kann ich nochmal entspannen und gucken. Aber wir haben diesen Vlog jetzt einfach schon gestartet, weil wenn es mehr Anzeichen, dass es losgeht, gibt es nicht. Klar, es kann sich ja so lange hinziehen, aber ich meine, ich habe Wehen, mein Schleimpropf ist abgegangen, das sind, und ich muss die ganze Zeit mich entleeren, und mir geht's scheiße, ich konnte nicht schlafen. Also wenn das kein Geburtsanzeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Aber meine Blase ist noch nicht geplatzt. Aber also, die platzt bei vielen auch erst bei den Presswehen. Oder muss aufgepiekst werden. Also es ist bei mir wurde sie aufgepiekst. Ja. Also kurzes Update, ich war jetzt in der Wanne. Mama gießt gerade draußen den Garten. Und ich hatte da drin ungefähr, ich war glaube ich 8 Minuten da drin. Und hatte 3 Wehen oder so, und bin ich rausgegangen, weil ich mir dachte, Alter, komm, nee, leck mich, ey, das war so schmerzhaft, das ging gar nicht. Also geholfen hat es nicht, weggegangen ist es auch nicht. Schlimmer würde ich jetzt auch nicht sagen, es ist gleichbleibend, wenn ich sitze und ruhig bin. Es ist wirklich, da kommen die halt in normalen Abständen,
Aber wenn, sobald ich stehe und laufe und mich bewege, kommen die gefühlt alle 5 Minuten und das ist total nervig. Deswegen versuche ich mich jetzt wirklich zu schonen. Mein Freund ist halt auf Arbeit. Ja, er hat sein Handy auf laut, falls die Fruchtblase platzt oder es ins Krankenhaus geht. Ich meine zu ihm, ey, geh erstmal arbeiten, alles cool. Deswegen, weil sowas, wenn hier beim Moment ja eine Geburt, vor allem beim ersten Kind, kann das halt 10 bis 16 Stunden dauern. Aber das ist halt normal, 10 bis 16 Stunden. Gibt ja auch Ausnahmefälle, wo eine Sturzgeburt ist und so, ja, also deswegen. Aber darauf, wie gesagt, meine Fruchtblase ist noch nicht geplatzt und so. Also habe ich vielleicht halt wirklich echt noch viel Zeit und mal sehen, ob ich überhaupt heute den Kleinen im Arm habe oder halt morgen, übermorgen. Also wenn die Wehen wirklich noch aufhören sollten, was ich mir nicht vorstellen kann, wäre das krass. Aber die sind halt schon echt stark und halt unregelmäßig, ne? Ja, Celine hat ja gerade ein bisschen erzählt mit der Badewanne. Ja. Und wir werden jetzt runtergehen und zusammen frühstücken. Mal gucken, was heute noch so passiert. Ich habe schon erzählt, mein Freund ist auf Arbeit. Ich meinte zu ihm, er soll erstmal noch arbeiten. Alles entspannt. Dauert ja, mein Hebamme meinte 10 bis 16 Stunden. Ja, genau. Also jetzt gucken wir mal. Und das ist ja noch on fleek, deswegen. Ich meinte vorhin, wo sie im Bett lag, Mensch, mach dir eine Matte runter. Ja. Nicht, wenn die platzt oder so, da ärgerst du dich total. Aber ich werde mich nicht mehr ins Bett legen. Ja, jetzt nicht liegen mehr. Liegen ist... irgendwie wehenfördernd und das kann man nicht so gut veratmen. Atmen. Jetzt wieder warm? Oh nee. Doch, ich frag ja nur. Nein. Schön atmen. Ja. Ich bin immer nur so unangenehm. Ich weiß. Boah, WTF! Das ist so krass, wie sich das zusammenkrampft. Deswegen ist das Atmen so wichtig, weiß, dass du dann wieder so ein bisschen entspannst. Und aber so. Ich kann das nicht. Wenn sie traut sich irgendwie ja, noch nicht so richtig. Aber das, alleine ja. Dann gehe ich raus. Hallo? Mach mal. Sie ist ja jetzt schon vorbei. Okay. Dann komm mit mir runter, dann laufen wir zusammen Treppen. Dass sie nicht alleine irgendwie. Irgendwie die Treppen läuft, weißt du? Mann, das ist doch klar. Mann. Ich finde, das ist so ein bisschen ADS, wenn ich so. Na, jetzt mal, was ich meine. Ja, ich der Typ, ist auch nicht schlimm. Ja, aber ganz ehrlich, wenn's, ja, also, wenn es weh tut und wenn es dann besser ist, also finde ich jetzt irgendwie völlig legitim. Ehrlich, also hallo, über was reden wir hier? Aber es ist so schwer, also diese Atemübung ist so schwer, weil der Bauch so hart wird. Ich soll ja in das Baby so reinatmen, also beim Einatmen muss der Bauch so aufgehen, so. Und wenn der sich verkrampft, das ist so schwer umzusetzen, das ist voll krass. Also ich bin froh, dass ich das gelernt habe, wie ich atme und so. Ja. Aber es ist wirklich richtig so eine richtig harte Aufgabe. Das stimmt. Es ist wirklich richtig anstrengend und es hilft wirklich, weil das entspannt ist. Deswegen mache es. Ja, aber es ist echt schwer. Ja, aber tu dir selbst den Gefallen und von mir braucht ihr nichts peinlich zu sein. Ja. Also, ich habe dir den Hintern abgewischt. Ja, jetzt haben wir gerade gefrühstückt. Ich trinke gerade noch meinen Kaffee. Ja, ich habe... Also du hast jetzt nicht. Einer hat einen Kuchen gegessen, ich krieg irgendwie nichts runter. Ich habe ja gestern Kuchen gebacken. Ich muss irgendwie gucken, aber. Wie packst du? Ja, ja, muss ich, aber ich keine Wahl irgendwie letztendlich. Süße Maus. Oh Gott. Wie alle mal dann so reden so. Mann. Man. Ja. Ich hatte ja gerade Schluck auf dem Bauch und ich häng mir nur so. Er kommt mit Schluck auf. Er kommt mit Schluck auf die Welt. Ja, das soll ich auch gerade sagen. Oh Mann, ey. Also wenn, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich heute nicht das Kind kriege, dann das sind Wehen, die ziehen sich nicht immer weiter. Also das merke ich. Das geht nicht. Also ich würde sterben. Ich würde wehen. Also das würde ja gar nicht gehen, weißt du, was ich meine? Diese Schmerzen über 2 Tage hinweg. Man sagt ja, eine Frau merkt es, wenn es... Wenn es losgeht. Du musst auf den Pfeil da drin. Ach da. Ja. Oh, ich muss auf Klo. Die Wehe haut drin. Schön atmen. Jetzt mach das doch einfach mal. Nein, ich habe die ganze Zeit Periodenschmerzen. Ich habe jetzt nicht akut eine Wehe, sondern die ganze Zeit habe ich Periodenschmerzen und dann kommt manchmal eine Wehe. Aber durch. Die war doch gerade da und dann hast du entspann dich, halt dich irgendwie fest und atme. Ja. Man muss sich heute noch lang genug machen. Oh Mann, ey. Ich versuche das auch nur so locker zu nehmen. Ich weiß und das machst du auch super. Ja.
Aber du hilfst dir ungemein damit. Ich weiß, weil ich denke ich mir, wenn ich mich da jetzt so derbe reinsteige, dass es schneller geht oder so. Du steigerst dich nicht rein. Ich versuch's zu verdrängen. Da ist gar nichts, hab nur ein bisschen Unterleibschmerzen. Da kommt nichts. Ja. Aber ganz ehrlich, ich hab's ja provoziert. Ich hab einen Vlog davor gesagt, ich will es jetzt beschleunigen, ich trage schwere Tüten, laufe die Treppen hoch und runter, hab Kniebeugen gemacht, das hat geholfen. Das hat und geholfen. Die Bubs, ja. Sagt der Bengel sich, okay, willst du es nicht anders? Na dann, halt dich fest. Und ich habe mit ihm geredet. Hast gesagt, dass du bereit bist, genau. Und er darf kommen. Ja. Und also alles geholfen. Also, wenn ihr nicht übertragen wollt, hebt schwere Tinten, lauft eure Treppen. Mach keine. Wir haben hier keine, nicht, dass du irgendwas und eine Frau muss, sondern aber so, ich, mit so einer Sturz. Keine Verantwortung. Ja, genau, so eine Sturzgeburt oder so. Nicht auf Celine hören, bitte. Und jetzt hat sie gerade nur Bier. Nein! Das tut mir so leid. Schön atmen. Ja. Okay. Besser? Ja. Als wäre nie was gewesen. Ich bin top fit. 2 Stunden Schlaf. Oh Mann, ey. Ja. Oh Mann. Aber wo ich gesessen habe, hatte ich keine Wehen, nur einmal. Das ist wirklich wehenfördernd, einfach sich zu bewegen. Wir wollen jetzt ein bisschen spazieren gehen. Genau, mit den Hunden. Genau, jetzt machen wir einen Spaziergang. Weil der Kleine muss ja kommen. Ja, ich habe eigentlich richtig Angst, aber in die Wanne gehe ich nicht. Isabu hat zu mir gesagt, ich soll in die Wanne. Aber sie meinte, ich soll es im Krankenhaus direkt machen, weil ich hier zu Hause, ich hab mich so beengt gefühlt, ich konnte nicht mehr, ich musste raus. So wie Mama mir das ja auch 3 Minuten mal schon am Kopf. Weil es bei mir auch so war, ja, genau. Ganz witzig. Also ich dachte mir auch so vorher, oh, dann schön in der Wanne. Mhm. Man sieht das ja immer und so. Aber und unter dann Schmerzen denkt man dann. Und dann bin ich in die Wanne und da war noch meine Mama da und dann meinte ich so, ey Mama, hol mich hier sofort raus. Also das war total krass, ey. Dann, das war aber im Krankenhaus schon. Ja, ey. Ja. Gott. Ja, da wollte ich unbedingt wieder raus. Komisch. Nee, ich habe auch wirklich nur so Bauch über dem Wasser gemacht, um zu gucken, wie es jetzt ist. Und ich so, oh, sehr entspannt. Auf einmal bam, weh. Ich so, auch richtig stark. Aber die müssen. Ja, die muss kommen. Sein. So, nehmen. 1 Minute, nee, 2 Minuten später wieder weh. Ich so, wow. Aber die sind ja gut und wichtig. Genau, deswegen. Die bringe ich ja immer näher zu dem Kleinen. Also, das, ich weiß. Deswegen, du darfst keine Angst davor haben. Das ist halt wirklich. Was Schönes. Aber jetzt ist er noch da drin. Mhm, bewegt sich so gut wie gar nicht. Wirklich, hatte nur einmal Schluckauf gehabt und nur so ein bisschen der Fuß hier, aber sonst Ruhe im Karton wirklich. Also die Ruhe vor dem Sturm. Oh ja, da schreiben mir gerade ganz, ganz viele auf Instagram, ey. Also wirklich, wenn ich Hand drauf mache. Hoffentlich ist alles gut. Ja, klar. Aber Herztöne überwachen ist ja trotzdem wichtig. Deswegen warte ich auch nicht 3 Millionen Jahre. Nein, natürlich nicht. Jetzt bewegt er sich. Ja, fein. Ja. Ja, ja, dann mache ich mal kurz die Küche weiter. Das ist so ein Bewegen nur. Ja, ist auch kein Platz mehr. Genau. Ich mache noch mal ganz kurz hier ein bisschen Ordnung und dann gehen wir raus spazieren. Die Wehe ist doll, sagt sie. Ja. Ach, die kommen in so kurzen Abständen, ne? Ist ja mal aufgefallen. Boah, wenn die so verschwinden, das ist so erleichtert. Schön atmen. Ja. Das schreiben mir auch die Leute, dass er atmen, weil das Baby braucht ja Sauerstoff. Deswegen nicht reden, atmen. Kann ich nicht ernst nehmen? Kann mich auch selbst nicht. Ja, ich weiß. Mach doch ein A oder ein O. Wenn ich den Humor verliere, ist es vorbei. Ja, genau. Also eben gerade kam schon ein nettes Fick dich, also wo die Schmerzen ein bisschen höher wohnen. Also, es wird jetzt ernster. Ich muss schon wieder auf Toilette. Ich lass mir so derbe den Einlauf da geben, Alter. Ich hab keinen Bock, alle 2 Minuten essen zu gehen. Oh mein Gott, ey. Wie anstrengend ist das denn? Oh, du. Hallo, ich bin Frau Rutzke, ich hätte gerne einen Einlauf. Oh mein Gott. Das Erste, was ich sage, ist, Patty Arndt, Einlauf für mich. Ich hätte auch einen Einlauf. Ja, macht keinen Sinn. Ich muss, also ich meine, ich weiß ja, ich habe nichts gegessen, so, ich weiß nicht, woher das kommt.
So alles, was ich die 8 Jahre angesammelt habe. Ich verstehe es nicht. Also irgendwann ist ja man dann auch leer. Ja. Manche haben mir geschrieben, die haben sich übergeben und danach haben sie sich wie neu geboren gefühlt, weil du dann einfach leer warst. Ja. So, dann wollen wir mal jetzt rausgehen. Ich weiß nicht, aber ja. Aber ich bin wieder zurück. Wir können ja wieder zurücklaufen. Ich weiß, aber... Wenn nicht, trage ich dich einfach. Wie die Fruchtblase platzt drauf. Dann ist super, dann geht's richtig schnell. Ja. Kannst du mir ganz kurz eine Binde rausgeben? Mache ich. Erzähl mal ganz kurz, was passiert ist. Ja, also wie gesagt, mein Schleim, ein Teil, also ein ganz kleiner Teil vom Schleimkopf ist ja heute Morgen abgegangen. Um 2 Uhr nachts. Und gerade eben ist eigentlich fast alles, also es müsste eigentlich alles gewesen sein. Oh, okay. Sag mal, wo ist denn die Binde? Hier? Genau, da müssen wir nur reingreifen, ist auch offen. Rechts. Wir haben uns gerade überlegt, ob wir live gehen auf Instagram bei Celine. Kind, ey. Schön atmen. Ja, sie ist gerade vorbei. Ich weiß nicht, atmen ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir waren nur so schlecht gerade. Soll ich was zu trinken holen? Hessische Oh mein Kreislauf, ja. Soll ich was zu trinken holen? Ja. Okay. Und von den Schmerzen her kann ich, also das könnte sich noch bis morgen hinziehen. Das will ich nicht leugnen, aber es kann. Das wird überbelichtet. Es kann sich noch bis morgen hinziehen, aber es wird sich definitiv nicht noch eine Woche hinziehen. Also das. Daniel, also die Wehen haben nicht aufgehört, wo ich in die Wanne gegangen bin, sondern wurden halt auch nur stärker. Was tust du? Ich wollte das kurz abfüllen. Oh Mann. Alles okay. Die geht im Rücken, ne? Oh mein Gott. Schön atmen und halt dich fest und kreisen. Warum kann ich nicht ernst nehmen? Mich oder dich? Dich. Mich? Und kreisen. Ich guck weg. Mensch, hör doch auf, da muss ich doch lachen, ist doch klar, ey. Ich hab keinen Bock mehr, ich will pennen. Das wird erstmal nichts. Boah. Oh, meine Bandscheibe, nee, meine Bandscheibe, so. Alter, die fliegt mir gleich aus den Ohren. Also, wir fahren jetzt so in circa 30 Minuten los. Ja. Dann geht's los für Celine. Dann, also, das Kind kommt dann nicht wahrscheinlich. Aber. Also, los dann ins Krankenhaus. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich zu Hause. Wenn ich mich hinsetze, kriege ich eine Wehe. Wenn ich stehe, kriege ich eine Wehe. Wenn ich mich hinlege, kriege ich doppelt so viele Wehen. Ich weiß aber nicht mal, was ich mit mir anfangen soll. Und in dem Moment fährt man dann ins Krankenhaus. Genau. Punkt. Also davor habe ich noch gesessen und habe noch so Späße gemacht, aber jetzt so, die Wehen sind schon stärker als die davor auf jeden Fall und gehen halt richtig heftig in den Rücken. Also habt ihr gesehen, Alter, boah, gehen die in den Rücken, hätte ich nicht erwartet. Also wirklich, das streit sich in den Rücken, in den Po. Jetzt gerade? Okay. Fängt gerade an, ja. Aber sind regelmäßig. Ja, und dann ist jetzt auch in einer halben Stunde geht's los. Ja. Oh Gott, ich wäre am liebsten heulen, ey. Die gehen so auf die Kreislauf. Mann! Schön atmen. Okay, bis gleich. Die schlägt mich heute nur, das sage ich euch. So, Schuhe sind an. Taschen stehen hier. Und jetzt geht's los. Kannst du das noch in meine Tasche? Ja. Die. Okay, hast du gerade eine Wehe, ne? Ja. Okay. Welche Abstände? 10 Minuten, 5 Minuten, 6 Minuten. Also noch so ein bisschen. Okay. Aber die gleiche Länge. Okay. Immer 35 Sekunden so. Okay. Also wegschicken können sie mich nicht mehr. Nein. Also Celine wird vorne sitzen. Und was hast du denn gemacht? Naja, er meinte, ich will Fruchtwasser auf meinem Sitz. Cool. Na dann, soll ich dir helfen oder geht das? Ich kann schon einfach. Okay. Ja. Wie geht's dir? Au. Au. Oh Mann, jetzt bist du.
Schönen Abend. Gut? Ja, ja, Mann. Hab halt eine Wehe. Nicht aufregen. Ja. Also, schönen Abend. Alles gut, ja. Tut nur scheiße, hardcore, kacke, fucking weh. Wir wissen das. Ja. Wir gehen jetzt alle in die Fahrstelle, weil das dürfen wir noch. Und haben jetzt unten angegeben, dass wir keine, dass sie keine Auskunft geben dürfen, wo wir sind. Ja. Ey, das weiß doch jeder. Ein Krankenhaus, Mann. Boah, mein Kreislauf. Ja, hallo Frau Rützke, mein Name. Ich bin hier angemeldet und habe Geburtswehen. Ja. Mach mal nicht so auf Zoom. Sorry, ist unfehl. Ja, sie muss jetzt was ausfüllen. Wegen Corona, Alter. Ja. Oh, ist nicht im Ernst. Ich bin hier in den Wehen und muss was in Corona ausfüllen. Ja. Mach mal in Ruhe. Ich bin jetzt wieder zu Hause und mir ist richtig doll schlecht. Also richtig schlecht. Da muss ich erstmal alles verkraften. Heftig. Richtig krass. Aber Celine hat mir gerade geschrieben und meinte, dass sie mich gleich anrufen wird, weil sie ja eine Menge zu erzählen gibt, weil sie wahrscheinlich gerade die Untersuchung hatte und jetzt schreibt sie, sie isst was. Ach Gott, okay. Da bedient sie sich gerade am Kühlschrank. Ach, ist ja niedlich. Da kannst du dann einfach da rangehen und dir eine Stulle machen. Das ist ja gut. Also ich bin im Kreißsaal, mein Freund kommt auch gleich. Der ist, glaube ich, eine halbe Stunde da, ist alles gut, weil er wird alleine eine halbe Stunde CTG gemessen. So, ist ein bisschen schlecht. Ja, hier. Und da hinten, also hier ist so eine Wanne. Da hinten ist das CTG-Gerät, das funktioniert ohne Kabel, sondern so... Keine Ahnung, wie das gerade heißt, mir fällt es gerade nicht ein. Aber mein Kreislauf ist richtig am Abschmieren, aber es liegt wahrscheinlich daran. Wartet. Okay. Sie ist wahrscheinlich da. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Celine hat. Dann gucke ich mal. Jo. Ist auch über eine Stunde jetzt her. Da hat sie geschrieben: Ich lehne das, denke ich, mit der PDA ab und ziehe das so durch. Mein tapferes Mädchen. Leute, es ist einfach. Das ist unfassbar. Ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber ich habe meine Mama verabschiedet. Und sie ist ja dann runtergegangen zum Café mit Yvonne. Und ich habe einfach geweint. Das tat mir so weh. Das tat mir so weh, wirklich. Ey, die Arme. Das muss für sie so schlimm sein, einfach, wenn ihr Kind ein Kind kriegt. Ja. Ich finde das so krass, wirklich so unfassbar krass, wie ihr mitfiebert und euer Support und überhaupt, also... Vielen lieben Dank dafür. Auf jeden Fall habe ich hier Musik und hochwertige Musik und Radio und habe so eine Fernbedienung gekriegt. Damit kann ich Musik aussuchen. Und die Kreissäle sind heute leer. Ich kann danach in die Wanne und ich werde danach auch in die Wanne gehen, weil dann werden die Wehen ein bisschen stärker. Und wenn mein Freund da ist, dann kann man das ja, weil die Hochblase ist noch nicht geplatzt. Vielleicht kann man das damit ein bisschen beschleunigen und ich quäle mich hier nicht so lang ab. Ich meine, ich habe ja seit 12 Stunden Wehen oder so. Das ist wirklich so krass, ey. Und das Schlimme daran ist, ich bin heute so nah am Wasser gebaut. Also ich habe meine Mutter für ihn angerufen und musste ich fast heulen. Ich muss die ganze Zeit fast heulen. Das ist total, das ist so emotional. Schon krass. Und dann schreibt ihr auch so tolle Sachen auf Instagram und so. Das ist unfassbar emotional. So, kurzes Update. Also wir haben jetzt gefühlt Mein Muttermund war bei 1 cm. Also, ja. Anfang. Und ich soll jetzt rumlaufen. Ich habe in ungefähr einer guten Stunde nochmal einen Termin bei der Ärztin, bei der Hauptärztin. Und da machen wir einen Ultraschall.
Und nochmal, ich glaube, nochmal Muttermund gucken, wie sich das jetzt hier in der Stunde, in dieser Stunde entwickelt hat. Deswegen meinte ich, dass wir rumlaufen und so. Ja. Ich sitze jetzt gerade, weil mein Freund kommt jetzt im Moment an. Und laufen ist einfach, ey, also die Wehen kommen auf jeden Fall in kurzen Abständen. Also, ja, also, ach Gott, ey, das wird so lange dauern, ich sag's euch. Das ist so ätzend. Und er darf halt noch nicht rein. Also er darf halt erst rein, wenn ich wirklich, glaube ich, bei 3 oder 4 Zentimeter bin und das halt wirklich richtig akut ist. Ich glaube, dann darf er rein. Vorher darf er nicht in den Kreißsaal. Muss dann draußen warten. Aber das ist ja noch okay. Ich meine, ich hätte, also eigentlich wurde mir das vermittelt, dass von Anfang an er rein darf. Aber naja, was erzählt wird und was stimmt, ist ja dann letztendlich immer nochmal so unterschiedliche Dinge. Ja, aber man sieht mir auf jeden Fall an, dass ich nicht geschlafen habe. Und sie meinte halt auch zu mir so, ja, PDA, bla bla bla, kann ich halt, wenn ich will, dann später noch machen, dass ich dann schlafen kann und über Nacht schlafen kann und den Schlaf nachholen kann. Da muss mein Freund aber gehen und ja, super, dann geht er. Mein Muttermund ist nach der PD auf einmal bei 8 cm und in der Zeit muss er dann hierher rasen. Wie soll er denn? Ja, das ist so stressig. Ich hoffe einfach, dass er sich nicht so lange Zeit lässt, der Kleine. Und ja, mal gucken, ob ich halt mich wirklich nochmal so schlafen lege. Also wenn sich jetzt natürlich bis abends nichts tut, also wirklich so immer noch bei 1 oder 2 cm bin, dann habe ich ja keine Wahl. So kann ich mich halt um und dämlich laufen. Dann mache ich das und dann geht's morgen weiter und das wird halt dann schon irgendwie, aber die Wehen werden auf jeden Fall viel schmerzhafter, die sind richtig, werden auf jeden Fall schmerzhafter. Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ey, mein Kreislauf ist so kurz vorm Abkacken, Alter. Ich sehe auch so scheiße aus. Und mal gucken, ich esse gleich einen Kaffee was, aber nee. Dann muss ich ja sofort wieder Pupu. Also ich bin jetzt hier in der Wanne. Und ja. Und ja. Wehen werden stärker. Schleimpropf ist noch mehr abgegangen. Also wirklich jetzt richtig viel mit Blut und wirklich wie aus dem Bilderbuch, also ja, Wehen werden stärker, viel stärker. Also es war eine richtig gute Idee, in die Wanne zu gehen. Auch wenn ich anfangs eigentlich gar keine Lust drauf hatte, aber es bringt das alles voran. Das ist jetzt aktuell 19 Uhr irgendwas, 19 Uhr 5 oder so, 19 Uhr 15 machen wir die nächste CTG-Untersuchung. Ja, jetzt haben wir es mittlerweile, das muss ich mal kurz gucken, 20 Uhr. Jetzt hat sie gerade einen Einlauf bekommen, war nicht so cool, aber ging zum Glück sehr schnell, weil sie davor sehr oft auf der Toilette war und deswegen ist das halt nicht ganz so schlimm gewesen, weil sowas ist ja natürlich auch nicht so angenehm, weil man ja auf Klo und dann wehen und so, das ist halt nicht cool. Aber das war zum Glück nicht so schlimm, ja. Und die Wehen sind jetzt, die meinte, Finn meinte diese Skala, wo wir Finn noch in der Küche gesessen haben, war so Skala 7. Also sie meinte, ist nicht zu vergleichen. Also jetzt fühlt sich das mittlerweile so an wie Skala 100, hat sie gesagt. Also ist schon mal ein Zacken schärfer, also viel, viel schärfer und also schmerzhafter. Komm her! Ich habe irgendwie so das Gefühl, so Richtung 4, 5, 6 Uhr, so in die Richtung.
Ja, ich lenke mich jetzt hier so ein bisschen ab. Ich habe solche Organizer bestellt. Und das ist so cool. Also, ja, ist perfekt. So ordentlich war es hier noch nie hier drin. Ne? Wir liegen im Bett. Ich guck mal, wie spät es ist. 12:30 und Celine hat mir vor einer Stunde geschrieben, dass der Muttermund 4-5 cm auf ist und ja, heftige Schmerzen. Sie hat mir ein Video gesendet. Ich denke mal, das wird hier auch reingeschnitten. Also hier unsere wehleidige, tapfer durchstehende kleine Prinzessin. Ja. Sag ich ja. Also, genau, ich muss jetzt so Spuck atmen, damit das Kind nicht gegen, damit der Kleine nicht gegen den Muttermund, der noch nicht ganz geöffnet ist, gepresst wird. Ist übrigens das bei 4-5 cm, war noch vor einer halben, dreiviertel Stunde, war noch bei 4-5 cm. Und wir sind alle gespannt, wie schnell es geht. Gott, ich muss das bei der Hälfte ausmachen. Ich konnte es mir nicht angucken. Es hat mir so weh getan. Aber ich weiß ja, dass es sein muss. Muss ja so sein. Die Natur hat sich dabei schon was gedacht. Also so kommt der Kleine auf die Welt. Und was halt so krass ist, wo Celine dann draußen war, dann ist es sofort weg. Sofort sind die Schmerzen weg. Das habe ich auf Celine geschrieben. Ist nicht mehr lang. Und dass ich total stolz auf sie bin und dass sie es so krass tapfer meistert und ja, was soll ich sagen, also es ist wirklich echt heftig, was jede Frau irgendwie in ihrem Leben durchmachen muss, wenn sie ein Kind gebärt, ist schon echt krass, abgefahren, einfach völlig abgefahren und ja, 12:30 und ich werde jetzt mein Handy auf laut machen, schlafen, also ich versuche es, aber ich bin sehr müde und meinen Wecker habe ich auf 7 gestellt und mal gucken. Ich denke mal, das Handy wird jetzt noch ein paar Mal klingeln, also dass ich Nachrichten bekomme, aber ich habe zum Glück, ich habe das Talent, dass ich sehr schnell wieder einschlafe, das ist nicht so schlimm. Manche haben ja so dann sehr unruhigen Schlaf, also wenn man dann halt irgendwie wach wird, dass man wieder, also manche schlafen halt nicht sofort wieder ein und ich habe das große Glück, dass ich wieder sehr schnell einschlafe. Ja. Wir haben es geschafft. Um, was war das? 1 Uhr, ich habe das auch. 1 Uhr 10 ungefähr. 1 Uhr 10. War da. 51 Zentimeter. Kopfumfang 34,5. Ja. Und Gewicht 3490. 90? Ja, 3490. Oh, wie? Ja. Ja. Einfach krass, was abging. Wir machen auf jeden Fall einen Geburtsbericht. Und ja, der Kleine liegt da jetzt drin. Ich habe gerade Brote bekommen, ich sitze im Rollstuhl, ich war gerade kurz duschen. Mein Kreislauf war richtig am Arsch. Du wurdest genäht? Ich wurde genäht. Ich hatte keinen Dammriss, aber in der Scheide irgendwas, ich weiß es nicht. Scheidenriss? Einen kleinen Scheidenriss. Also wirklich fünf Stiche, ja. Und ich habe mein Einzelzimmer gebucht, weil gebe ich mir nicht, ich kann ihn nicht, ey. Ja. So, ich bin jetzt auf dem Einzelzimmer. Das ist richtig schön. Ich zeige euch das morgen mal, weil ich habe mich jetzt ins Bett gelegt, weil mein Kreislauf aufgekackt ist. Aber es sieht halt einfach aus wie ein Hotelzimmer. Und das Bad ist auch richtig schön. Also lohnt sich schon. Kostet, glaube ich,
130 pro Nacht. Also ja, es ist jetzt schon relativ viel. Ich habe ein bisschen weniger gedacht, aber ganz ehrlich, dafür lohnt sich das. Und ich bin froh, dass ich meine Wimpern nochmal aufgefüllt habe, weil die haben heute richtig gelitten, Alter. Ich habe so oft bei den Presswehen mein Gesicht in die Decke gedrückt und ja, ganzer Kreißsaal war voll an meiner Wimpern. Das sah total lustig aus. Ich warte jetzt auf jeden Fall noch auf die hier, also ich bin ja jetzt auf den Wöchnerinnenstationen. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Und ja, hier wird. Nein, was glaube ich für Scheiße, mein Kopf ist leer. Und auf jeden Fall haben wir hier welche Nachtdienst und die Frau kommt gleich nochmal. Sie meinte, sie kommt gleich. Ich hoffe das, bevor ich einschlafe. Weil der Kleine, der schläft. Und ich müsste das eigentlich nutzen, dass er schläft. Aber ich habe ihn ja gestillt und relativ viel hat er getrunken. Er hat auch direkt gekackert. Ich wollte ja eigentlich die Geburt filmen für euch, also so richtig. Da gab es aber halt ein paar Probleme. Und unter wen konnte ich das einfach nicht so richtig klären und ich habe es einfach akzeptiert. Aber ich hätte eigentlich sehr, 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 sehr gerne die Geburt festgehalten. Aber das Problem war dann auch unter anderem, dass dann ich würde es eigentlich beim Wochen-, also beim Geburtsbericht eher erzählen, aber was hat wirklich alle in Sorgen verfasst hat. Und ich dachte mir nur so, scheiße. Und ich musste die härteste Aufgabe in dieser ganzen Geburt machen und die schmerzhafteste Aufgabe durch dieses Problem. Dann kam auch halt ein Arzt extra und ich dachte so, fuck ey. Und ich hab mir, weißt du, das ist so schwer, sich Sorgen zu machen plus in den Presswehen zu legen. Also das war echt hart. Aber so viel kann ich euch verraten. Das hat hiermit zu tun. Es tut scheiße weh. Ich hoffe, da wird mir gleich gezogen. Ey, ich kann damit nicht pennen. Das tut. Boah, nee. Ja, aber auf jeden Fall lag ich 23 Stunden in den Wehen. Ja, 23 Stunden. Voll krass. Kam mit 3490 zur Welt. Also Gramm. Und Größe 51 cm. Ja. Sprich, alle Klamotten werden ihm passen. Yay! Mal gucken. Und ich bin so heiser. Ich habe so geschrien. Da war auch eine. Die hatte noch keine Wehen. Und stand die ganze Zeit an der Tür und wollte halt so. Ja, war halt neugierig, was ich auch verstehen kann. Das ist aber auch jetzt. Ist ja nicht schlimm, ne? Aber sie hat so verstört geguckt, als ich, weil meine, also die heftigen Wehen haben halt einmal bei diesem CTG angefangen, habe ich auch gefilmt. Da waren so, keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Ich hatte halt, also mein Muttermund hat sich extrem schnell geöffnet, auf einmal, von einem auf den anderen Moment. Alle waren so, oh mein Gott, warum so schnell? Und ich dachte nur so, fuck. Aber ey, ich habe keine PDA gehabt, ich habe kein Schmerzmittel genommen, ich habe einfach durchgezogen, weil ich wollte nicht, dass sich das noch länger hinzieht. Ja, und genau, die harten Wehen haben wir dann da begonnen, dann sind wir in den Kreißsaal umgezogen und weil ich hatte bei dem CTG, hatte ich den Drang zu pressen auf einmal und ich so, ich kann es nicht aufhalten, sorry, ich muss pressen. Also auf einmal war das so, dass ich dann im Kreißsaal war und dann durfte ich einmal nicht pressen und da hatte ich auch wieder auf einmal einen richtig heftigen Pressdrang und durfte aber nicht pressen und das ist eigentlich unmöglich. Sorry, falls ich so ein bisschen wirrwarr rede, aber ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich euch erzählen möchte. Aber wie gesagt, den Geburtsbericht drehen wir auch nochmal ab. Da werde ich ja theoretisch, Mama wird da neben mir sitzen und da werde ich ihr das sozusagen erzählen. Und ihr hört halt zu. Und also ich erzähle es euch allen, aber Mama halt auch. Ja, das macht viel mehr Sinn. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen genannt, die ich jetzt so von meinem Herz reden musste, aber ja. Auf jeden Fall waren hier Gummibärchen auf dem Bett. Die habe ich gerade gegessen. Das war voll geil. Wirklich, das tat richtig gut. Guten Morgen und
Celine ist Mama. Das ist so süß, ey. Unfassbar. Und, oh Gott, ey. Die Nacht war total kurz. Und ich bin um 2:30 schreckhaft wach geworden. Also so richtig so, boah, irgendwas war doch so ungefähr. Hab sofort auf mein Handy geguckt und hab gesehen, dass Celine mir geschrieben hat. Das habe ich irgendwie nicht gehört. Aber einen Anruf hätte ich auf jeden Fall gehört, aber die Nachricht ist irgendwie wahrscheinlich, ja, das kam irgendwie nicht an. Auf jeden Fall, ja, da habe ich dann die ganzen hübschen Bilder gesehen. So niedlich und so hübsch. Und das ist so unfassbar krass, wie man schon so sieht, dass er so ein Junge ist. So unfassbar krass. Einfach so ein richtig niedlichen, also so ein niedliches Bubengesicht. So unfassbar süß. Ja, und Celine wird ja euch alles erzählen, wie es war, und ist schon die arme Maus, schon echt krass. Mann, Mann, Mann. Aber ganz doll tapfer und alle gesund, und das ist so beruhigend. Und ja, ich werde jetzt duschen, frühstücken. Ich bin immer noch ganz schön müde. Also ich bin wach geworden und mir war ganz schön schlecht, weil die Nacht kurz war, weil ich dann mit Celine sehr lange geschrieben habe. Und dann war die 1:00 und habe ich dann noch gewartet und so. Und ja, 2:30 ist der Kleine ja gekommen. Ja, und ich glaube, ja, dann bin ich ja, wie gesagt, irgendwie eine Stunde später erst wach geworden. Keine Ahnung, aber ich glaube, ich war auch 4:00 wieder erst in Schlafmodus. Also vorher war dann die ganze Zeit immer hin und her texten, und ja, jetzt ist mir halt, wie gesagt, richtig schlecht. Und 7:00 war irgendwie jemand sehr laut hier, und irgendwie nebenan, ich weiß es nicht, irgendwie im Hausflur, auf jeden Fall bin ich dann wach geworden und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Ja. Immer wenn ich ihn ins Bettchen lege, weil ich aufs Klo möchte oder so, fängt er an zu weinen. Aber ich habe jetzt auch mal kurz Glück. Hä? Au. Oh, meine Brust war zu tun, so weh. Tut alles weh. Aber ich müsste ja auch mal auf die Toilette. Huch, falsch rum. Ach, mach ich mal so. Gott, wie ich aussehe. Ja. Ich habe 4 Stunden geschlafen. Eigentlich mir ja gut. Au. Mittagsschuss hatte ich noch nicht, aber runde Nippel. Ja. Okay, er schreit nicht. Okay, jetzt kann ich wirklich mal schnell nutzen, auf Toilette zu gehen, um meine Binde zu wechseln für den Wochenfluss. Weil der Wochenfluss ist die Hölle. Das Bett hatte gestern mega Blue Flay, heute nicht. Yay. Ich bin schon sehr aufgeregt auf morgen und freue mich ganz doll auf Celine und auf Leander. Ja, und heute kommt noch ein Paket von Dekorami. Ich freue mich schon richtig doll drauf, weil dann werde ich alles richtig schön schmücken. Und ich gucke mal, wie ich das mache. Ich habe mir so ein bisschen schon so ein paar Sachen so ausgedacht. Also ich werde den Kinderwagen vielleicht sogar schon runterbringen, in den Flur stellen und da halt ein paar Luftballons ranmachen. Draußen vor der Tür so 1-2 und dann halt im Zimmer. Fand ich irgendwie total schön. Mal gucken, wie ich das mache. Ich werde das jetzt hier auspacken, weil ich habe es jetzt versucht, irgendwie nach oben zu tragen, aber bekomme ich jetzt nicht wirklich hoch. Oh Mann, ist das niedlich. Das werde ich jetzt erstmal nach oben bringen. Hier sind auch noch Ballons drin und hier ist noch ein bisschen Deko. Mal gucken. Aber das ist schon mal perfekt. Ich bin hier schon mega eskaliert und ich zeige euch aber schon mal, was ich alles gemacht habe. So, und unten habe ich auch Ballons. Das habe ich hier gemacht. Und hier steht Hello Baby. Und das habe ich gemacht. Ja. Und so sieht es gerade aktuell aus. Die wird mich umbringen. Und die hier möchte ich draußen hinstellen. Also so direkt vor der Tür. Dass auch jeder weiß, was hier los ist. Das habe ich ja auch noch aufgehangen. Ja, und hier habe ich noch ganz viel. Sowas habe ich hier noch. Das möchte ich im Garten machen. Da werde ich halt auch noch ein paar im Garten machen. Das würde morgen ein bisschen zusammensitzen, und ja, und die Tage kommen auch meine Eltern, also Celines Oma und Opa. Ja, und dann, genau, das ist das Celines Geschenk. So, ich war jetzt duschen und ich fühle mich direkt wie ein neuer Mensch, und ich habe hier jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Ich habe das Bett gemacht.
Da ist noch Frühstück, das muss abgeräumt werden. Hab meine Sachen hier schon mal zusammengesucht, weil ich werde ja morgen abgeholt von Mama. Der Kleine ist hier und soll auf der Seite schlafen, weil wir haben gerade, also naja, schon ein bisschen her, die U2 gemacht, Hörtest. Und das eine Ohr hat 100 und das andere 92. Sie meint aber, es ist nicht schlimm, sie kommt gleich nochmal und müsste es nochmal. Ja, weil es kann vielleicht noch Fruchtwasser drin sein oder so. Meine Wimpern, die fallen irgendwie, also sie sind halt noch da, klar, aber sie fallen irgendwie total schnell aus. Also ich glaube, das ist normal. Durch Stillen habe ich ja voll, das kriegt man ja auch Haarausfall, aber in den Haaren habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Das kommt wahrscheinlich noch, wenn ich den Milcheinschuss habe, wenn überhaupt. Toi, toi, toi. Apropos Milcheinschuss, den hatte ich jetzt noch nicht logischerweise, aber meine Nippel, sie bluten. Sie bluten ja, also er saugt so toll. Aber es ist gut. Also mit dem Trinken klappt es richtig gut. Aber wie gesagt, meine Nippel, die bluten einfach und tun so weh. Ich habe so eine Brustwarzencreme, die benutze ich. Nehme ich jetzt drauf in so eine Stilleinlage, weil so ein bisschen hat mein BH schon was abgekriegt. Das ist voll krass. Weil man ist jetzt noch die Vormilch. Und die Vormilch ist so durchsichtig irgendwie. Und die richtige Milch, dann irgendwie sieht man noch nicht. Kommt ja erst, wenn ich einen Milcheinschuss habe, glaube ich. Und der kleine Satz, also hilft. Ich bin endlich fertig und zeig's euch einfach mal ganz kurz. Morgen hier noch Obst hinstellen, also mache ich noch so eine kleine Obstschüssel und Getränke, aber das mache ich morgen früh, so dass es natürlich dann frisch ist. Ja, sehr schön. Fertig. Also ich habe gerade Abendessen bekommen und es ist nicht leicht, weil es mega quengelig und wie so halb mit einer Hand Brote zu schmieren, ist nicht so einfach. Ja. Schnuppi. Ja. Wie stellt ihr euch das denn hier vor, ey? Wie soll denn das alleine klappen? Wäre der Mann hier, würde das alles klappen. Aber der darf ja nicht. Ja, egal. Ich krieg das auch so hin. Du hast viel zu viel Butter. Ja, heute ist der Tag gekommen, wo ich beide abhole, wenn alles gut geht. Celine hat nachher noch eine Untersuchung und es steht zu 80%, dass Celine und Leander nach Hause dürfen. Aber es könnte auch sein, dass Celine noch ein oder zwei Tage länger bleiben muss. Mal schauen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag X. Heute ist der Tag, an dem ich abgeholt werde, höchstwahrscheinlich, wenn alles gut geht. Und zwar... Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das gar nicht erzählt. Und zwar ist es so, dass gestern Abend der Verdacht war, dass er Neugeborenen-Gelbsucht hat, was aber absolut nicht schlimm ist, weil das hat irgendwie von 5 Babys haben es 3. Und er liegt jetzt gerade da und ich habe hier Frühstück. Und ja, aber eventuell ist es nur eine ganz leichte Form davon und er kann schon mit mir mitkommen. Auf jeden Fall habe ich alles fertig und was habe ich heute noch geholt? Ich konnte das einfach nicht da lassen. Fand ich irgendwie total niedlich. Ja, das habe ich auch noch gemacht. Das habe ich heute auch noch geholt. Der ist unecht, aber der sieht so toll aus, finde ich. Ja, weil Celine hat hier keine Pflanzen drin und ich wollte irgendwie was Grünes. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Celine nicht regelmäßig gießt, sondern ich dachte ich, okay, ein Fake-Bäumchen. Ja. So, ich hatte ungefähr eine halbe Stunde geschlafen.
Und ich war in der Zeit schnell duschen. Habe ich umgezogen, habe Zähne geputzt und wollte eigentlich meine Haare noch kämmen. Aber das ist mir leider nicht mehr gekommen, weil dann wurde er wach. Ja. Ach, ich habe so Rückenschmerzen, das glaubt ihr mir nicht. Aber wird, ja. Meine Tasche sind fast fertig gepackt. Noch ein paar Sachen fehlen, aber. Mein Freund kommt ja auch bald. Dann macht er die Geburtsanmeldung unten. Mama kommt ungefähr um 16 Uhr. Ich bin jetzt fertig und ja, ich werde jetzt den kleinen Leander kennenlernen und Celine endlich wiedersehen. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Das ist so niedlich und irgendwie auch total unrealistisch. Vor ein paar Tagen habe ich Celine abgegeben und jetzt hole ich zwei Menschen ab. Unfassbar süß, ey. Ja, ich werde jetzt mal losgehen. Gleich ist jemand für die U2 da und ja, halt die Gelbsucht, um zu gucken, wie stark die halt ist. Also er ist gelb, er wird die schon haben, denke ich jetzt auch. Aber wie stark hängt jetzt halt einfach davon ab, ob man nochmal irgendwie so eine Fotolichttherapie, wie auch immer das heißt, machen muss oder so. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Weil ich habe ihn, also das Beste, was dafür sein soll, ist halt stillen. Und ich habe ihn so viel gestillt. Also 6-mal von gestern Abend bis jetzt. Ne, 7-mal denn, also einmal habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, ich habe hier so einen Zettel. Da muss ich immer, wenn ich ihn wickel, Temperatur messen. Und sagen, ob Stuhl, Urin, dann wie oft ich gestillt habe und welche Besonderheiten und die Uhrzeit hätte. Ja. Ja. So ein hoher Ton. Für einen Jungen. Ja, Schnuppel hin. Ja, du bist doch nur. Okay, ich hab die Kamera von Mama bekommen. Und jetzt sieht sie gleich zum ersten Mal wie Leander. Und ich? Hm? Oh mein Gott. Oh. Ja, nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du klein. Oh mein Gott. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Oh mein Gott, ist das süß, ey. Oh mein Gott, bist du niedlich. Oh mein Gott. Ja. Auf den Fotos kommt es gar nicht so rüber. Sieht der größer aus? Ja, viel größer. Ich habe dich ja gerade schon gedrückt, aber ja. Oh mein Gott. Oh, schön, ey. Dass ihr alle gesund seid und ja. So. Der kleine Knopf friert. Der friert. Der friert. Wir müssen sofort ins Auto. Okay. Sofort. Oh. Sofort ins Auto. Hallo, mein Kleiner. Deine Oma sieht jünger aus als ich. Meine Oma. Hey, kennst du mich noch? Wir haben immer High Five gemacht. Oh, so süß, ey. Oh mein Gott. Oh ja. Ja, wir müssen uns jetzt beeilen. Der kennt das noch nicht. Das ist das erste Mal in der frischen Luft. Ich muss kurz Bescheid sein, dass wir jetzt da sind. Ja. Oh Mann, Leander, bist du hübsch. Hübsch, oder? So hübsch. Ich habe ihn gerade noch gestillt, dass er jetzt schläft. Oh mein Gott. So, wenn er zu Hause ist, soll die Kamera anmachen. Oh mein Gott! Gefällt's dir? Oh nein! Woher? Oh mein Gott! Du musst ja alles genau angucken. Woher hat sie das? Das ist so viel. Oh. Ich weiß. Komm her, Lena. Oh nein, wie hübsch. Ey. Das Plätzchen. Ja, das ist unecht. Wie süß ist denn das? Ja, guck mal. Weißt du, was das ist?
Nein. Räum mal aus. Ah, ein Puxhäckchen. Ja, und das habe ich schon gewaschen, gestern. Oh. Und das ist jetzt schon getrocknet, sodass es heute... Ja, ich habe zu Mama gesagt, ich bestelle mir jetzt einen Pucksack und wasche ihn auf Amazon. Und sie so, nicht bestellen. Und hier kannst du ihn so raufen, das ist so wie so eine Art Decke. Oh. Ja. Das ist komisch alles. Ups, vielleicht machen wir jetzt. Ja. Ganz viel Wasser. Was sagst du, Chef? Sieht mega gut aus, gefällt mir auch mega. Hätte ich auch echt nicht mitgerechnet mit dem Alten. Ja. Oh nein. Woher hast du das? Dekorami. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Und die waren total schnell. Ich habe die angeschrieben und am nächsten Tag war alles da. Also ich habe gestern dekoriert. Der Ballon ist mega gut mit der Flasche. Ja, ist total niedlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist ja Dekorami im Spiel. Ja. Oh Mann, ey, so richtig aufwendig. Sophie hat sich versteckt. Ja. Hund und... Lass mal vorstellen. Ganz unkompliziert würde ich es machen. Ja. So einfach machen lassen. Gesicht nicht. Nee. Aber... Oh nein. Die ist völlig hin und weg. Fein. Sie würde sogar ein Küsschen schenken wollen. Ganz doll verliebt. Ach, ich kann es kaum halten. Alter, what the fuck. Oh mein Gott. Also, meine Schüsse tun so weh. Das ist wie nach einer Brust-OP. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt uns unbedingt einen dicken Daumen nach oben. Mit einem sehr, sehr dicken, dicken Daumen. Über nette Kommentare würden wir uns sowieso mal wieder freuen. Mega, mega freuen. Ich fühle mich so eklig und von dieser Stelle von uns jetzt sein. Kiau. Oh mein Gott. Mein Rücken, ich muss mich gleich nach dem Duschen hinlegen.